Herzlich willkommen zu Crashkurs Vegetarisch. Heute gibt es was ganz Besonderes. Heute gibt es ein Käseomelette für zwei Personen. Was braucht man zum Käseomelette? Eier. Haben wir drei Eier. Wir haben hier ein bisschen Hartkäse gerieben. Ein Esslöffel ungefähr. Und ein bisschen Butter zum Anbraten. Wir nehmen uns eine Schüssel, hauen die Eier rein. Genau. Dann rühren wir die ganze Sache um. Ein bisschen Salz rein. Dann schalten wir die Herdplatte ein und warten, bis die Pfanne heiß ist. Bevor wir das Ganze jetzt anbraten, geben wir noch einen Esslöffel Käse dazu. Geriebenen Hartkäse am besten. Den können Sie fertig schon im Supermarkt kaufen. So. Dann schmilzt es schon ein bisschen. So. Hier warten, bis es stockt. Das dauert jetzt ein bisschen. So, wenn Sie sehen, dass das zu stocken beginnt, so wie jetzt so, es wird langsam härter, dann geben Sie den Rest vom Käse dazu. So, das Omelette ist soweit fast fertig. Sie sehen, der Käse ist schon gut geschmolzen. Wir nehmen unseren Teller und klappen das Käseomelette zusammen. So, Sie sehen, wunderschöne Farbe. So, Käseomelette ist gar nicht schwer, ist eine super Mahlzeit für zwischendurch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Reinklicken und hoffe, ich sehe Sie beim nächsten Mal wieder.